Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. So, nach meinem letzten Video kam die Frage auf, wie erstelle ich denn aus einem hierarchischen Schaltplan einzelne Platinen. Das möchte ich euch heute kurz zeigen. Dazu habe ich hier schon mal einen Explorer aufgemacht, bin in meinen Projektordner gewechselt. Wir gehen mal hier auf KiCad, sagen, wir möchten ein neues Projekt erstellen, wechseln dann hier in unseren Projektordner, da stehe ich schon gescheiterweise drin. Ich sage hierarchischer Schaltplan, einmal hier als hier SP bezeichnet. Wir sagen Speichern. Weiterhin nächster Schritt, Rechtsklick, neues Verzeichnis, nennen wir das einmal Endstufe. Okay. Wir machen ein noch weiteres oder wir erzeugen ein weiteres Verzeichnis, das nennen wir mal hier Power Supply mit Power SPL. So, okay. Damit haben wir jetzt hier unsere Schaltpläne erzeugt. Wir wechseln mal hier in unseren Schaltplan-Editor. Wir zeichnen mal ein hierarchisches Schaltplanblatt. Das nennen wir als erstes mal PWR Supply. Und wir wechseln jetzt hier unten rein. Ich könnte jetzt hier auf diesen Ordner, auf dieses Ordnerverzeichnis wechseln. Dann sehen wir hier schon im Projekteordner die beiden Unterordner. Und ich könnte jetzt hier auf Öffnen gehen. Also ich kann jetzt hier mal im Power Supply reinwechseln und könnte jetzt, wenn hier eine Datei vorhanden wäre, diese schon als Öffnen und Importieren. Das geht aber hier so nicht. Die ist ja noch nicht erzeugt worden. Deswegen machen wir jetzt hier, müssen wir hier den händischen Weg gehen. Also ich nenne das also jetzt hier Power Supply Backslash für den Ordnernamen und nenne es jetzt noch einmal als Dateiname Power Supply unterstrich SCH als Filename. Dann kann ich hier noch eine Rahmenfarbe vergeben. Machen wir mal hier grün mit, machen wir mal 0,5, dass man ein bisschen besser sieht. So, schön ist die Welt und wir sagen okay. Dann können wir hier noch mal ein zweites Blatt aufziehen. Ich denke, man sieht den grünen Rahmen nicht ganz so schön, aber okay. Das nennen wir jetzt einmal Endstufe, also so wie wir den zweiten Ordner genannt hatten. Auch hier wieder Endstufe, Backslash, Endstufe, unterstrich SCH. Und hier machen wir mal 0,5 mm und machen mal eine Rahmenfarbe rot. Ja, ich könnte das auch mit einer Füllfarbe machen, das muss aber nicht unbedingt sein. So, dann haben wir das hier drinnen. Wir speichern unseren Plan mal ab. Wenn wir jetzt in unseren Explorer gehen, sehen wir hier unseren hierarchischen Schaltplan. Hier ist mittlerweile der Ordner Backups angelegt worden für Backups. Wir haben hier unsere drei Grunddateien, also die PCB-Datei, die Leiterplattendatei, das Projekt und den Schaltplan. Und wir sehen, hier drin wurde jetzt schon mal Power Supply angelegt oder hier schon der Endstufen-Schaltplan. Sollte das nicht funktionieren oder bei euch noch nicht vorhanden sein, dann einfach hier hineinwechseln in den Schaltplan und einfach mal auf Speichern klicken. Dann hier über übergeordnete Ordner wieder zurückwechseln, auch nochmal hier reinwechseln in den zweiten Schaltplan und entsprechend auf Speichern klicken, dann werden die Dateien definitiv angelegt. So, damit habe ich die und jetzt kann ich hier also zeichnen. Meine Grundstruktur muss ich mir natürlich vorher überlegen. Ich schließe jetzt mal mein KiCad. Mache das hier mal zu. Ich kann es jetzt nochmal öffnen. Wir sehen, ich kann hier auch noch nicht in die Ordner hineinwechseln. Auch hier in den Backups-Ordner nicht, obwohl da jetzt Dateien drin liegen. Das sehen wir gleich, ändert sich gleich. So, also nochmal hier, Moment. Nochmal schließen, das ist besser, damit die Ordnerstruktur dann eingeladen wird. Wir wechseln in unseren Datei-Explorer, gehen jetzt hier in Endstufe hinein und klicken hier auf diesen Schaltplan, auf diese einzelne Datei, die da drin liegt. Auch hier sagen wir jetzt Speichern, klicken jetzt hier hinten auf Leiterplatte erstellen oder F8, funktioniert genauso. Dann werden wir jetzt artig gefragt, diese Datei existiert noch nicht. Das müssen wir natürlich tun. Plaps. So, jetzt wird die erzeugt. Auch hier einmal auf Speichern. Das kann ich alles machen, bevor ich hier irgendwelche Bauteile oder irgendwas gezeichnet habe. Wir schließen den ganzen Spaß. Wir sehen jetzt hier in unserem Ordner Endstufe sind jetzt auch diese
Projekt- und Dateien und die Leiterplattendatei erzeugt wurden. Das gleiche wiederholen wir hier im Power Supply Ordner. Doppelklick auf die Datei. Sollte die Abfrage kommen, mit welcher Application das geöffnet werden soll, dann wählt er natürlich Git aus. Auch hier, ich drücke jetzt einfach mal F8. Aha, da kann man die Sachen nicht aktualisieren. Okay, dann müssen wir das so machen mit Klicken. Dann sollte jetzt diese Datei doch erstellt werden. Jawohl. So, wir haben also jetzt hier das Erzeugen und einmal Speichern. Wir schließen den ganzen Spaß. Wir sehen jetzt hier ein Projekt Power Supply Schaltplan. So, wenn ich jetzt KiCad wieder starte, sollte ja hier eigentlich noch mein letztes Projekt drin sein. Ich kann also jetzt hier über den hierarchischen Schaltplan, kann ich jetzt also zeichnen, indem ich hier meine Leitungen über die hierarchischen Pins verbinde, kann dann hier reinwechseln, kann hier weiterzeichnen. Und wenn ich jetzt meine Platine erzeugen möchte, dann muss ich hier reingehen. Wenn ich jetzt mal beispielsweise mit dem fertig bin, mit der Power Supply, dann mache ich hier mein Projekt auf und sage hier im Leiterplatten-Editor über F8 dann entsprechend erzeuge mir hier meine Leiterplatte. Und wir sehen es hier oben am Dateinamen Power Supply SCH Leiterplatten-Editor. Da wird dann also die separate Leiterplatte erzeugt. Das wiederhole ich dann über Öffnen, kann ich ja zurückwechseln in den hierarchischen Schaltplan. Das kann ich dann hier über Endstufe genauso tun. Öffne mir hier dieses Projekt, kann dann hier meinen Schaltplan sehen und hier meine Leiterplatte erzeugen. Soweit, so gut. Ich mache das hier noch einmal zu, damit das mir auch ganz wirklich klappt. Ich gehe nochmal hier hoch in den Schaltplan, in den hierarchischen Schaltplan, gehe jetzt mal hier rein, wechsle mal hier in die Endstufe. So, dann mache ich mal, wollen wir mal einen hierarchischen Pin hinzufügen. So, hier haben wir den, nennen wir jetzt mal einfach Test. Nennen wir einfach mal Test, legen den hier in unserem Endstufenblatt ab, wechseln wieder eine Bahn nach oben, sagen jetzt hier, wir wollen einen hierarchischen Schaltplan Pin importieren. So, wir haben also jetzt hier unseren Test, den lege ich jetzt einfach mal hier ab. Ich zeichne hier mal noch ein Stückchen Wire dran. Leg das einfach mal mit Doppelklick ab, hier auf Abbrechen. So, also ich bin jetzt hier im, ich schalte mal das Raster aus, das ist nicht ganz so verwirrt. Also ich bin jetzt hier in meinem hierarchischen Schaltplan, habe jetzt hier in der Endstufe einen hierarchischen Pin eingefügt, also in diesem Schaltplanblatt, den sehen wir jetzt mal hier und habe den dann nach oben rausgezogen. Ich kann jetzt hier auch mal noch ein Bauteil anfügen. Machen wir das einfach mal, damit man es vielleicht etwas besser sieht. Hier einfach ein R. Na komm. So, der ist heute wieder ein bisschen langsam. So, jetzt hat er das gemacht. Also wir sagen mal hier R. Wir wollen einen Widerstand anfügen, machen hier nochmal mit Wire eine Verbindung zu Test. So, haben das jetzt hier also alles dran, mit Escape abbrechen. Wir speichern das alles, wir wechseln nach oben, wieder in unseren hierarchischen Schaltplan. Also ich habe jetzt hier von oben vom hierarchischen Schaltplan etwas nach unten in die Endstufe hineingezeichnet. Auch das speichern wir hier. Ich mache hier mal zu. Wir gehen jetzt mal hier auf unsere Endstufe, starten das Projekt. Machen wir hier den Schaltplan auf. Dann sehen wir also, wir haben jetzt hier unseren Widerstand mit dem hierarchischen Pin, der nach oben durch verbunden ist. Und wenn ich eben jetzt hier auf eine Leiterplatte gehe, dann haben wir jetzt hier Leiterplatte
Endstufe SCH als Dateinamen stehen und ich könnte jetzt hier die Bauelemente importieren und hätte eine separate Leiterplatte zu unserem hierarchischen Schaltplan und nicht alles auf einem Schaltplan, wie das sonst der Fall wäre. So, das wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren, da müsste ich jetzt hier einen EAC-Check durchführen, das alles zuweisen und so weiter. Aber ihr seht, es wird auf alle Fälle übernommen, eure Zeichnung, und wenn ihr dann in dieses separate Projekt hineinwechselt, dann könnt ihr hier auch eine separate Leiterplatte, man sieht es am Dateinamen, erstellen. Zurück komme ich dann halt hier über Öffnen, kann dann wieder nach oben wechseln und mache dann hier meinen hierarchischen Schaltplan weiter. Dann habe ich hier in diesem Fall dann meine Gesamtübersicht auch eben zum Power Supply und so weiter und so fort. Ich hoffe, das hat euch soweit weitergeholfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Geekit und macht's gut. Bis demnächst. Ciao.